Guten Tag und herzlich willkommen beim Spielecafé der Generation. In einem meiner letzten Folgen ging es um Kniffelvariationen. Und das letzte, was ich dabei hatte, war Bluff, wo ich schon gesagt habe, naja, wirklich eine Kniffelvariation ist es nicht. Das ist eher schon so ein bisschen behaupten, lügen und so weiter. Und dann hatte ich bald darauf die Idee zur heutigen Folge, nämlich Tarnen und Täuschen. Und obwohl das nicht unbedingt zu meinen Lieblingsgenres gehört, habe ich doch einige Beispiele in meiner Sammlung gefunden und die möchte ich euch dann jetzt mal zeigen. Viel Spaß! Ebenfalls ein absoluter Klassiker ist Heimlich und Co., auch Ravensburger Verlag. Und es ist 86 zum Spiel des Jahres gewählt worden. Und wenn man das mal zusammenrechnet, ist das Spiel 37 Jahre alt. Das Spielprinzip ist nicht schwierig, aber trotzdem nach wie vor reizvoll. Wir haben in der Mitte einen Umlaufplan für die Agenten und außenrum eine Punkteleiste, wie wir Spieler sagen, eine Kramerleiste. Es nehmen immer zwei Agenten mehr teil, als Mitspieler dabei sind. Also wenn man zu fünft spielt, sind alle sieben Agenten im Spiel. Und zu Beginn zieht jeder verdeckt eine Agentenkarte. Das ist dann seine Rolle, den Agenten, den er führt. Und wer an der Reihe ist, würfelt mit dem einen Würfel und darf den Würfelwurf auf mehrere Agenten verteilen. Also ich kann einen Agent weiter bewegen, ich kann auch mehrere bewegen. Können zum Beispiel mit der 5 hier einfach 5 Agenten eins weiter bewegen. Die starten alle in der Kirche und hier auf Nummer 7 ist der Tresor. Erreicht eine Figur das Feld mit dem Tresor, wird die Wertung ausgelöst und jetzt bekommen alle Agenten so viele Punkte, wie die Hausnummer zeigt. Und in der Kirche gibt es Minuspunkte, nämlich 3 Minuspunkte. Und wer die Wertung ausgelöst hat, der darf den Tresor versetzen auf ein anderes Feld und dann geht's weiter. Also man schaut so ein bisschen, dass man den eigenen Agent mit nach vorne bringt, aber nicht zu auffällig, dass die anderen das nicht so mitkriegen. Denn am Ende darf jeder nochmal raten, wer welcher Agent war und wer recht hat, bekommt dafür 5 Punkte. Ansonsten macht es natürlich Sinn, seinen eigenen Agenten möglichst nach vorne zu bringen. So, wenn man jetzt mal eine Runde gespielt hat, dann hat jeder so die Taktik der anderen gesehen und dann fängt man wieder von vorne an und versucht es mit der anderen Taktik oder eben der gleichen Taktik, weil man vermutet, dass der andere denkt, ich würde die andere Taktik und so weiter. Also wieder so ein Spiel, ich denke, was du denken könntest, was ich denke. Ja, total simpel, funktioniert auch heute noch, auch wenn es natürlich jetzt vom Design ein bisschen antiquiert ist, aber die Ausstattung mit den Holzfiguren, dem Holztresor, wunderbar. Das ist Heimlich und Co. Detective Club aus dem Hochverlag hat von uns das Generationsspielsiegel bekommen. Das heißt, es ist besonders geeignet, mit mehreren Generationen an einem Tisch zu spielen. Ja, auch das ist so ein bisschen Tarnen und Täuschen. Ich zeige euch mal, wie das geht. Also im Zentrum haben wir eine riesige Menge, nämlich 168 von diesen Karten, die so ein bisschen Dixit-mäßig fantasievolle Bilder haben mit verschiedensten Motiven. Und wer jetzt aktiver Spieler ist, also es gibt 6 Karten nur auf die Hand, wer aktiver Spieler ist, sucht sich 2 davon aus und denkt sich ein Thema, das zu beiden passen könnte. Also ich habe jetzt hier mal fingiert hier, dann 2 Karten würde der aktive Spieler hinlegen und denkt sich zum Beispiel als Thema Himmelwärts. So, der aktive Spieler nimmt sich jetzt so viele Blöcke, wie Spieler teilnehmen und schreibt auf
alle bis auf einen Block diesen Begriff himmelwärts. So, die Blöcke werden gemischt und verteilt, das heißt, ein Mitspielender bekommt einen leeren Block. So, dann schauen alle in ihre eigenen Karten und suchen sich erstmal eine erste, danach eine zweite Karte aus, die aus ihren Augen zum Thema himmelwärts passen könnte. So, liegt dann die zweite Karte von allen und wer keine Ahnung hat, wer den leeren Block hat, muss sich halt irgendwie eine Karte aussuchen und so ein bisschen nach den anderen Karten gucken. Wenn er gleich der Startspieler ist, dann wird es besonders schwierig. Und liegen dann alle Karten, dann ist der aktive Spieler dran zu erzählen, warum er denn dieses Thema gewählt hat und was für ihn spricht, dass diese Karten zu dem Thema passen. Das ist meistens relativ eindeutig. So, und dann müssen reihum die Spieler dann erzählen, was sie sich gedacht haben bei ihren Karten, warum die zu diesem Thema passen. Und das ist natürlich für den, der jetzt in diesem Moment erst weiß, was das für ein Thema war, also die Herausforderung, sich ganz schnell was auszudenken, warum er diese Karten vielleicht gewählt hat. Und meistens sagt man dann, ja, meine Karten waren nicht so passend, was einen dann auch wieder verdächtig macht. Und es geht nämlich darum, dass alle Spieler erraten müssen, wer denn diesen leeren Block hat und einfach aufs Geradewohl irgendwas behauptet hat. Und alle haben also hier so eine Lupe vor sich. Und wenn jetzt der gelbe Spieler sagt, also ich glaube, du bist derjenige mit dem leeren Block, dann legt man die Lupe dahin und dann kommt es zu einer Punkteauswertung. Mit den Punkten, ja, natürlich spielt man das nach den Punkten, aber es spielt keine so große Rolle. Es macht einfach einen großen Spaß, diese Begründung zu hören und zu überlegen, ja, ist das jetzt wirklich gedacht worden oder ist das derjenige mit dem leeren Block, der jetzt irgendeinen Blödsinn erzählt? Und ja, manche Leute tun sich da ein bisschen schwer und lassen sich schnell erwischen. Die kriegen natürlich dann weniger Punkte. Aber wenn da eine entsprechende Runde beieinander ist, macht es einen Riesenspaß und man kann das mit einem Haufen Leute auch dann spielen. So, das ist in der schönen Metallschachtel Detective Club von Hoch. Aus dem Verlag 3 Magier Spiele gibt es eine ganze Reihe Kartenspiele in dieser Art. Die sind sehr unterschiedlich. Und Kakerlaken-Poker ist nämlich was wirklich mit Lügen und Betrügen ist. Mit mehr als zwei Personen werden alle Karten verteilt. Zu zweit werden nur 10 Karten verteilt. So, und wenn ich an der Reihe bin, suche ich eine Karte aus und schiebe sie meinem Gegenüber hin und sage, das ist eine Fledermaus. Und er sagt, ja, glaube ich dir. Ja, dann habe ich Pech gehabt, dann muss ich die nämlich bei mir ablegen. Wenn ich dann sage, das ist nochmal eine Fledermaus. Doch, glaube ich. Tja, das war jetzt leider eine Stinkwanze. Dann muss der Gegenspiel, die Gegenseite die Karte nehmen und ist wieder an der Reihe. Und so geht's dann weiter. Und wenn ich gezwungen bin, dass ich ein Quintett habe, also 5 gleiche Karten, dann habe ich verloren. Also wenn mein Gegner mich zum Beispiel dazu zwingt, die zu nehmen. Oder wenn ich alle Karten weggespielt habe und bin an der Reihe und kann nicht wieder dran, dann habe ich auch verloren. Also ihr merkt schon bei der Regelerklärung, das ist also ein bisschen tricky. Und der Clou ist einfach, dem anderen in die Augen zu schauen und zu sagen, das ist eine Kakerlake. Und das möglichst überzeugend zu tun. Ja, und mein Enkel war 6, als ich ihm das präsentiert habe und er war völlig konsterniert und hat gesagt, aber Opa, man darf doch nicht lügen und war mit dem Spiel etwas überfordert. Also natürlich ist das ein bisschen unpädagogisch, aber mit Erwachsenen kann man das ja ohne weiteres spielen oder mit älteren Kindern. Da gibt's doch keine moralischen Bedenken, oder? Kakerlakenpoker. Ein absoluter Klassiker ist natürlich Scotland Yard. Das hat 1983 den Preis Spiel des Jahres bekommen
und ist bis heute auf dem Markt. Ich gehe davon aus, dass ihr es kennt. Und das Grundprinzip ist, dass wir also einen Stadtplan haben und einer ist also der Ganove, der versucht zu entkommen und man sieht nicht, welche Verkehrsmittel er benutzt. Und die anderen versuchen ihn also einzukreisen und besprechen sich untereinander, um ihn zu fangen. Denn immer wieder mal muss er auftauchen und sich zeigen und man sieht immer mal wieder auch, welche Verkehrsmittel er genommen hat. Ja, das bietet sich quasi schon an und tatsächlich wurde es 1992 auch live umgesetzt in London, also mit tatsächlichen Personen und tatsächlichen Fahrten mit U-Bahn, Bussen und so weiter. Und das System wurde sogar weiterentwickelt, auch bevor jetzt so die Handys verbreitet waren. Also man hat dann irgendwo eine Zentrale gehabt, wo man anrufen konnte und hat wieder einen Tipp bekommen. Und finde ich ganz spannend, dass man so ein Spiel auch wirklich in die Realität umsetzen kann. Ravensburger hat es im letzten Jahr nochmal rausgebracht mit der thematischen Änderung. Da ist es dann in die Zeit von Sherlock Holmes versetzt. Das Grundprinzip bleibt aber das gleiche. Ich habe mit Scotland Yard ein bisschen immer ein Problem gehabt. Deswegen hat es meine Sammlung auch verlassen. Ich kann euch nicht mehr sagen, wann und an wen ich es gegeben habe. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls fand ich immer das Problem, dass sich im Kreise der Suchenden ja häufig ein Alpha-Spiel herauskristallisiert und dass der dann sagt, wo man hinfährt und was man jetzt macht und du fährst dahin und das fand ich immer ein bisschen doof, dass das nicht miteinander ist. Aber das ist wahrscheinlich auch einfach eine Sache der Mitspielenden und wenn der Kreis passt, macht Scotland Yard mit Sicherheit heute noch Spaß. Nicht ohne Grund ist es viele Millionen Mal verkauft und ist nach wie vor auf dem Markt. Ein typischer Vertreter vom Spielen mit verdeckten Rollen ist der Werwolf vom Düsterwald in verschiedensten Varianten. Da werden also Rollen verteilt unter möglichst 6 bis 8 Personen und das ist dann kommunikativ im Laufe des Spiels herauszufinden, wer Dorfbewohner, wer Seher und wer Werwolf ist. Und hier habe ich jetzt eine Variante, die das Ganze mit einem Wortratespiel verknüpft und es wird gesteuert über eine App. Also je nach Spielerzahl werden also die Rollenkarten verteilt. Es ist immer da der Bürgermeister, der quasi der Spielleiter ist und geleitet wird das Ganze jetzt hier in dem Fall durch ein Tablet. Ich kann die verschiedenen Personenzahl einstellen. Es wird gezeigt, wie die Rollen verteilt sind bei dieser Personenzahl und schon geht's los. Und zwar: Schließt alle eure Augen. Bürgermeister, wach auf und tippe deine geheime Rolle an. Der Bürgermeister hat nämlich auch eine Rollenkarte und er kann jetzt zum Beispiel sagen, ich bin ein ganz normaler Dorfbewohner. Na los, Bürgermeister, wähle ein Zauberwort. So, das sind jetzt 2 Wörter zum Raten zur Auswahl. Und der Bürgermeister überlegt sich jetzt, was geraten werden soll. Na, ich denke, Nachtisch ist ein bisschen einfacher. Bürgermeister, hier ist dein Zauberwort. Nochmal bestätigt. Bürgermeister, schließ deine Augen. Seherin, wach auf und schau dir das Zauberwort an. Die Seherin hilft der Gruppe bei der Wörterfindung, aber das darf nicht zu offensichtlich sein. Werwolf, wach auf und schau dir das Zauberwort an. Der Werwolf sieht das Wort auch und der möchte, dass die Gruppe das Wort nicht findet. Wacht nun alle auf. Ihr habt jetzt 4 Minuten, um das Zauberwort zu erraten. So, da werden jetzt Fragen gestellt, die mit Ja oder mit Nein vom Bürgermeister beantwortet werden, die nicht weiter kommentiert werden. Und wenn man sagt, du bist nah dran, dann haben wir hier dieses Blättchen nochmal. Und irgendwann ist es dann geschafft oder nicht, dass das Wort erraten wurde. Sagen wir mal, wir haben es jetzt erraten. Gratuliere, ihr habt das Zauberwort erraten. Werwolf, decke deine Rollenkarte auf. Du hast jetzt 15 Sekunden, um die Seherin zu finden. So, da hat nämlich jetzt die Dorfgemeinschaft gewonnen, weil sie das Wort gefunden hat.
Und wenn die Seherin jetzt vom Werwolf enttarnt wird, hat die Dorfgemeinschaft trotzdem verloren. Deswegen ist es wichtig, dass die Seherin sich verdeckt hält. Die Zeit ist um. Werwolf, stimmen jetzt ab. 3, 2, 1. Und zeigt mit dem Finger auf die Seherin. Tja, und wenn er richtig lag, hat er trotzdem gewonnen. Und wenn er es falsch geraten hat, dann hat die Dorfgemeinschaft gewonnen. Ja, so laufen die Werwörter. Also durch die Führung, durch die App, ist es auch nicht schwierig, einfach teilzunehmen und mitzumachen. Und die Taktik kriegt man einfach mit der Zeit dann raus. Natürlich, je mehr Personen teilnehmen, umso besser. Und es ist natürlich auch eine gewisse Gruppendynamik drin durch verteilten Rollen. Und man lernt natürlich auch die Fragen möglichst intelligent zu stellen, dass sie mit Ja und Nein beantwortet werden können und die Gruppe weiterbringen. Vom Spielerischen recht nahe an dem Würfelspiel Bluff ist das Kartenspiel Spicy vom Heidelberger Spieleverlag. Und da habe ich also eine Kartenhand mit 6 Karten zu Beginn. Moment, das ist jetzt wieder am Ende zu viel. 6 Karten zu Beginn. Und wer beginnt, verdeckt einer seiner Karten hin und legt eine Behauptung her und sagt zum Beispiel, das ist eine 2 Wasabi. Da kann ich drüber gehen und sage, ich lege eine 4 Wasabi. Das hat jetzt gestimmt. Jetzt geht die Runde weiter und ich bin wieder dran und wurde meinetwegen gesagt, 8 Wasabi. Ja, habe ich nicht. Dann bin ich ganz cool und sage, es ist eine 10 Wasabi. So, der Nächste oder die Nächste kann es dann anzweifeln, muss aber sagen, was war jetzt falsch? War die 10 falsch oder Wasabi falsch? Und die sagt oder der sagt, nee, das war keine 10, dann decke ich auf, doch, das war eine 10, dann bekomme ich diesen ganzen Stapel. Habe ich Unrecht gehabt, also wenn das also zu Recht angezweifelt wurde, muss ich 2 Karten ziehen. So, spiele ich meine letzte Karte aus, muss ich das vorher ansagen und wenn die dann nicht mehr angezweifelt wird, beziehungsweise nicht zu Recht angezweifelt wird, dann bekomme ich diese Herausforderungskarte, die 10 Punkte wert ist. Und es wird dann gezählt, wie viele Karten habe ich erbeutet, plus diesen 10. Ja, und ihr könnt euch denken, dass man da sich ein bisschen cool verstellen muss oder manchmal einfach ein bisschen überheblich grinst, um den anderen dann dazu verleiten, die Karte anzuzweifeln und man hat es doch richtig gelegt. Also da muss man sich schon tief in die Augen staunen und ist erstaunt, wie die anderen denn so schwindeln können. Also das ist ein cooles Geschichte. In dem Kartenspiel The Crew haben wir schon ein neues Stichkartenspielprinzip kennengelernt. Das gemeinsame Bewältigen von Aufgaben. Inside Job macht das jetzt nochmal einen Schritt weiter und zwar das Ganze mit verdeckten Rollen. Zu Beginn wird nämlich zugelost, wer Agent ist und einer oder eine ist der Insider. Es gelten die normalen Kartenspielregeln beim Stichspiel. Ich muss Farben bedienen. Es wird vorher festgelegt, welche Karte Trumpf ist. Und ich kann dann überstechen, wenn ich die Farbe nicht mehr habe und so weiter. Nur der Insider, der muss das nicht. Der kann also einfach irgendwas drauf losspielen, aber sollte sich nicht dabei erwischen lassen. Ja, jeder bekommt also 12 Karten auf die Hand. Und wer jetzt hier Startspieler ist, darf sich 2 Karten vom Aufgabenstapel nehmen und sich eine der beiden Karten aussuchen. Da kann ich jetzt hier sagen, die zweite Karte gewinnt den Stich, ist die Aufgabe für diese Runde. So, dann läuft der Stich ganz normal und wer den Stich gewonnen hat, bekommt den Koffer und kann dann die nächste Aufgabe bestimmen. So sammeln wir also Koffer und das machen wir als Agenten und das macht aber auch der Insider. Und der Insider hat gewonnen, wenn er 5 Koffer erbeutet hat. Und wenn die Runde zu Ende gespielt wird, die Partie zu Ende gespielt ist, ohne dass der Insider sich aufdecken musste, dann wird darüber abgestimmt,
Und dann schaut man, wer gewonnen hat, ob der Insider sich erfolgreich versteckt hat oder ob er enttarnt wird. Also das ist schon ganz schön tricky und es sind in der Packung die normalen Aufgaben, es sind verschärfte Aufgaben drin, die das Ganze nochmal ein bisschen verändern und das hat einfach seinen besonderen Reiz und man spielt ganz anders, wenn man Agent ist oder wenn man Insider ist, völlig klar. Und der Trick ist immer, nicht erwischen lassen. So, das war's dann schon wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war eine Entdeckung, ein Wiedersehen mit dem einen oder anderen Spiel dabei. Und vielleicht schreibt ihr mal bitte in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen habt mit Scotland Yard oder ob ihr vielleicht noch tolle Tipps habt für dieses Spielprinzip. Also mir ist da noch ein bisschen Love Letter eingefallen, aber das ist dann schon wieder anders, weil man sich da ja nicht verstellt, sondern hat die Prinzessin auf der Hand und muss natürlich schauen, dass die anderen nicht erraten, dass man die nicht erraten, dass man die auf der Hand hat. Also das nur noch als Nachtrag. Ansonsten denke ich, dass ihr bestimmt das ein oder andere Spiel kennt, was diesem Prinzip Tarnen und Täuschen folgt. Ja, bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen da, vielleicht auch ein Abo da. Freut mich. Ich schaue immer nach, wie es läuft. Natürlich. Und ich hoffe einfach, ihr habt Spaß. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.